So, 3, 2, 1 und bitte läuft schon. So, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Hier, ich bin heute bei GP Performance in Dortmund. Ganz genau. Aber das Lustige, was man erzählen muss, ist, jetzt reite ich ihn ein bisschen in die Pfanne. Er kam vorbei, hey GP, lass mal ein Video drehen über ein sehr geiles Thema. Stand wahrscheinlich auch im Titel schon drin, ne? Ich denke, im Titel stand schon dran, genau, weil ich verkackste mich auch immer. Ist, dass der Nobby dreht. Hallo. Weil er sagt, lass mal Video drehen. Ich so, wo ist dein Kameramann? Wohl. Der ist nicht da. Ich bin voll, ja. Achso. So. Es geht um Hyundai. Da habt ihr wirklich sehr, sehr, sehr viele Kommentare geschrieben, dass wir so etwas mehr im Bereich Hyundai etwas machen sollten. Ja, und ich finde, ich bin da aus dem Thema leider raus, ja, weil wir uns in den letzten Jahren sehr viel auf Ferrari, McLaren und Co. konzentriert hatten oder haben. Deswegen frage ich hier dem Chef persönlich, was, wo, welche Modelle wir angreifen sollen. Ich denke mal, er kennt sich hier am besten aus. Ja, also erstmal der Grund, warum ich so kurzfristig schnell zugesagt habe, weil du hast mich gefragt, heute ist... Gestern. Genau, gestern. Und einen Tag später habe ich gesagt, ja komm vorbei, machen wir auf jeden Fall. Weil erstmal finde ich das geil, dass eine Firma wie du sich auf das Thema Hyundai überhaupt konzentriert oder überhaupt das Thema Hyundai sieht. Ja, weil die ganzen anderen tun ja so, als ob es diese ganzen Automarken nicht gibt. Und ich finde persönlich Hyundai einfach extrem geil, extrem sportlich, extrem geile Preis-Leistung und die sind auch optisch sehr, sehr stark. Jetzt ist bei dir natürlich der Punkt, dass du weltweit unterwegs bist, weil es gibt halt den Veloster, es gibt halt auch andere Modelle, die gibt es im Ausland, die gibt es hier nicht. Die sind nochmal ein bisschen schöner. Zwinker an Hyundai, wenn ihr das sehen solltet. Das wäre natürlich auch geil, wenn die auf den deutschen Markt kommen würden. Aber i30N ist auf jeden Fall gesetzt. Also das wäre das Basismodell quasi. Genau, als Fastback und auch als normaler, finde ich, ist es eines der besten Hatchback oder einer der besten Autos in der Klasse, hands down, außer Frage, Punkt. Ja? Für mich. Ich bin noch nie einen gefahren. Ich muss sagen, das Problem ist, wir haben keinen schönen Hyundai bei uns vor Ort, deswegen, wohin? Ja. Du bist noch nie eingefahren? Nein, ich bin noch nie Hyundai. Mein Problem ist, meiner ist gerade verliehen, meiner ist gerade wirklich nicht hier, sonst könnten wir jetzt direkt eine Runde fahren. Du machst ja ein Video wahrscheinlich, ne? Okay. Das werde ich mit voller Begeisterung gucken, weil ich will dann deine Spannung sehen, wie du darauf reagierst. Natürlich ist das nicht so schnell wie ein McLaren, natürlich ist das nicht so luxuriös wie ein Rolls-Royce, das ist allen klar. Aber das Auto kostet ungefähr so viel wie der CD-Player in deinem Rolls-Royce. Und dafür ist das Auto einfach dreimal so gut wie dein Rolls-Royce. Ehrlich? So sehe ich das. Ich bin vom Rolls-Royce enttäuscht. Wir sind zusammengefahren in meinem. Weißt du noch? Wo wir von Gebäude... Genau. Ja, das stimmt. Ich bin mit ihm schon eine Runde gefahren. Ja, ja. Und da hast du sogar gesagt, dass es... Ja, da warst du sogar begeistert. War ich schon begeistert davon. Bei 500 Metern. Ja. Wir sind nur 500 Meter gefahren, da war ich schon begeistert. Aber das stimmt. Genau. Jetzt natürlich eine kleine Sache auch. Oh, wieder alles weiß hier. Facelift ist natürlich jetzt rausgekommen, was brutal gut aussieht. Natürlich für dich ein schwieriges Thema, wegen Stoßstangen und so und Bodykits und Lippen und sowas, weil die sind schon etwas unterschiedlich, die Autos vorne. Weil du hast mir ja schon grob geschrieben, worauf du hinaus willst, was du machen würdest, ne? Ja, also es gibt ein paar Firmen, die haben Lippen gemacht, die gefallen mir. Es ist immer so schwierig, in meiner Position das zu sagen, die gefallen mir alle nicht. Okay. Okay? Und auch sehr unterschiedliche Preisstrukturen. Mhm. Manche machen das ganz günstig, manche machen das ganz, ganz teuer. Oder zu teuer meiner Meinung nach für das Auto, weil wenn man den Kaufpreis sieht und du ein Produkt hast, was 3.000 Euro kostet, bist du ja schon 10% des Kaufpreises. Aber ich, meine Erfahrung ist... Das musst du dir wirklich mal vor Augen halten. Nein, aber meine Erfahrung ist wirklich, also bei uns ist das so, 10% vom Fahrzeugwert gibt man für Tuning aus. Nicht nur für den Spoiler. Ja, komplett. Komplett. Also auf jeden Fall, unterschreibe ich. Klar, natürlich, manche kaufen sich Felgen hier bei Rotiform für 8.000 Euro geschmiedet, ja? Für ein Auto, was 20.000 wert ist. Was? Das ist vernünftig. Nein. Das ist nichts. Ich wollte nur sagen, die Regel. 10%. Ja, ich weiß, deswegen was. Ist, wenn so ein Ferrari-Umbau 30.000 kostet, das ist zwar für uns viel, ist aber viel. Für einen Ferrari-Besitzer ist das nicht viel, okay. Weil es nur 10% sind. Ja? Also, ich weiß, du willst natürlich auf das Thema Whitebody raus. Auch. Weil?
Es vergeht kein Gespräch, es vergeht kein Treffen. Und das meine ich, ich schwöre es auf mein Leben. Es vergeht kein Treffen, wo wir uns sehen, wo der Begriff Whitebody nicht fällt. Ja, das stimmt. Also es muss einmal, er muss einmal Whitebody sagen. Weißt du warum? Spätestens, wenn er sich im Spiegel sieht. Nein, das ist... Oh. Nein, das meine ich nicht. Meine Muskeln hier. Boah, Whitebody an einem... Also ich würde ja auch kleine Lippen vielleicht nur machen, ja? Also so Kleinigkeiten, Leasing, Auto, Finanzierung, ja, oder ja, was ja, auch immer, ja, ja, dass du das quasi zurück umbauen kannst. Ja, ja, ja. Natürlich, mein Traum wäre einmal für Hyundai zu liefern. Ja. Direkt an Hyundai. Ja. Ja, man muss echt sagen, die Lieferanten, die sie jetzt haben und die Teile, die sie jetzt momentan bekommen, sind sehr unauffällig, aber sind eine unfassbar hohe Qualität. Mhm. Also, wir haben ein paar Sachen bekommen von Hyundai. Da bin ich mit dem Backflip aus der Halle rausgeflogen. Echt, das war so gut. Okay. War echt so gut. Aber es ist dieselbe Fertigungstechnik, wie du auch hast. Das wäre die teure, das wäre die aus deinem Autoclave. Mhm. Das sind Autoclave-Teile gewesen. Also, es waren nicht nur laminierte Carbon-Teile, sondern es waren wirklich echte Carbon-Teile. Das ist natürlich... Es geht um Stückzahlen. Ja. Ja. Wenn ich für meine Sachen... für meine Kids von Ferrari 100 Stück verkaufe, da lohnt sich nicht der Aufwand, jetzt CNC-Roboter zu kaufen, ja. Um das wirklich in OEM-Qualität zu produzieren. Mhm. Ja. Dann muss ich natürlich abwägen, okay, habe ich jetzt natürlich einen Auftrag von XY, einem Autohersteller, ja, dann kann ich so Roboter anschaffen, CNC-Fräsen und so weiter. Also das wird natürlich, werde ich mich anders ausrüsten, quasi. Mhm. Ne? Wenn wir wirklich von einem Bodykit so 300 verkaufen, das ist gut. Ja? Das, ja. Die Zeiten wie früher, Mercedes CL, SL, wo wir 1200 Kits verkauft haben, sind nicht mehr, glaube ich, da. Ja. Ne? Ja. Aber so, ja, weil es auch zu viele Modelle gibt. Die Autos sind alle sehr, sehr gut. Das ist das Gleiche wie im Felgenmarkt. Mhm. Du kannst dir so viele tolle Felgen aussuchen. Ich erinnere mich noch dran. Ein Golf 3, du konntest den Golf 3 bestellen, da hattest du Räder zur Auswahl, da hast du gedacht, da wolltest du nichts von haben. Ist wirklich so. Ja? Heute kannst du das Auto ja echt sehr, sehr gut aufstatten mit sehr guten Sachen. Aber ich tue mich gerade echt noch schwer, also klar, Frontlippe, Seitenschweller, Heckdiffusor, ja, das sind auf jeden Fall alles so Sachen, die auf jeden Fall kommen müssten. Heckspoiler auch, da gibt es auch schon echt coole Sachen, Heckspoiler technisch. Eine ganz neue Front traue ich dir auf jeden Fall zu. Sie muss aber in der Sprache bleiben. Das heißt, es muss in dieser Hyundai-Sprache bleiben, weil ich muss ehrlich sagen, dass das die Designsprache von Autos ist perfekt. Und das sage ich nicht auf den ersten Blick, sondern ich habe das gemerkt, wenn ich das Auto 2-3 Monate gefahren bin und ich parke mein Auto und gehe weg vom Auto, gucke auf die Frontschuhstange, dann haben sie diese Gefälligkeit, wie ein Audi, wie ein VW, wie ein Mercedes, diese super durchdesignten Autos. Es gibt andere japanische oder Hersteller, da hast du so nach 3 Monaten, dass das Auto für dich so aneckt. Du merkst so, oh, das ist hier der Scheinwerfer innen drin, das Material mit dem Chrom, oh, weiß ich nicht. Aber an diesem Auto finde ich keine Ecke, wo ich sage, der hält da nicht mit. Das ist jetzt frech gegenüber Hyundai, er wirkt nicht wie ein Hyundai. Aber er ist ein Hyundai und das sage ich nicht abwertend gegenüber der Marke Hyundai, sondern natürlich für alle Menschen ist ein Porsche und ein all diese Marken natürlich viel höher, aber er hat diesen selben Flair. Und all die, die keinen hatten, werden nicht verstehen, was ich meine. Das ist wirklich so. Also wirklich, ich war die absolute Mercedes-Fahrer. Ja? Und wirklich, ich habe mich einmal bei dem A8 reingesetzt und seitdem fahre ich ein Audi. Ja, weil ich einfach so von dem Auto so begeistert bin, weil ich bin schon wieder mit dem A8 hier. Ja. Ich will das Auto gar nicht abgeben. Ich habe noch nie länger als ein Jahr ein Auto gehabt. Noch nie. Und den A8 habe ich jetzt 3. 3 schon? 3 Jahre. Ja, cool. Das Auto ist herrlich. Ja. Und ich setze mich in den Wagen rein und ich sage jedes Mal, das kann man sich nicht vorstellen. Geil. Ehrlich jetzt. Ich freue mich, wenn ich mich da reinsetze, als wenn ich bei mir in der Firma reinkomme. Dann frage ich mich aber, warum hat er kein Whitebody-Kit? Noch nicht, ja. Erstens, das zweite Geschichte ist, ich habe nicht nur, doch, also irgendwann kommt, warum habe ich das nicht drauf? Weil zum Beispiel gestern war ich auch bei Audi, da war der Bundesminister da und so weiter. Und der mag Whitebodies nicht. Das ist natürlich, wenn du so breit, tief, laut
da, manchmal kommt das falsch rüber. Ist aber schon mal ein Fortschritt, dass du selbst weißt, dass Whitebodies nicht unbedingt die dezentesten Autos sind. Nein. Ist schon mal gut, dass das angekommen ist. Wenn ich mit dem Audi zum Treffen fahre, zum Beispiel irgendwie, wie die nicht alle heißen, ja? Mhm. Oder zur Saisoneröffnung zu dir, mhm, dann bin ich wirklich absoluter Hingucker. Es ist so. Ja? Nur, das sind genau diese Leute, die das auch mögen. Was ich gerne machen würde, wenn das für dich okay ist, wenn ihr da anfangt rumzudesignen, schick mir gerne mal Bilder und ich sag dir einfach meine Meinung. Okay. Und dann drehen wir nochmal ein Video, wir gucken, wie ihr weiterkommt mit dem ganzen Thema. Mhm. Weil ich finde, bis jetzt sind alle Sachen, die von anderen gekommen sind zu dem Auto, nicht ganz so integriert ins Design. Manche zu integriert, bauen aber auf der Seite des Autos zu weit auf. Ich will jetzt keine Marken nennen, aber ich zeige euch gleich ein Bild, von was ich meine. Da hat einer sich gedacht, man könnte doch hier so hoch gehen. Das stimmt auch, das ist auch an sich als separates Bauteil schön, aber das ganze Auto ist hier. So, wenn du jetzt die Front so weit baust, aber der Seitenschweller und das Heck, das sich wiedergibt, steht das Auto vorne so breit, aber der Rest kommt nicht dann. Und dann kommt der Punkt, du kannst ja keine Felgen montieren, die das wieder einfangen. Weil wenn du eine ganz breite Frontlippe hast und du hast große Räder, ist okay, weil die Außenkante der Felge mit der Lippe ist. Aber wenn die Räder hier ganz weit drin sind, aber deine Lippe ist hier außen, sieht das aus wie ein Autoscooter. Weißt du, so tong, 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 tong. Also, ich würde schon mal behaupten, dass wir die meisten Kits so schon rund haben. Ja, außer die Whitebody Kits natürlich, klar, die ganze Serie fahren, da musst du schon was anderes her. Ja, aber viele Kits habe ich auch gebaut, wie die Kunden oder die Händler es haben wollten. Wie jetzt zum Beispiel aktuell Nissan Navara. Ja, so ein Whitebody Kit, da hat der Händler da an dem ganzen Design so ein bisschen rumgeschraubt. Ja, aber er nimmt die Dinger ja auch ab. Das ist das. Ja, wenn du die alle bei mir kaufst, dann ist mir egal, was ich baue, das ist dein Geschmack. Ich finde, du solltest schon immer so ein bisschen drauf achten. Das machen wir zum Beispiel auch. Wenn manche Kunden etwas zu Krasses wollen oder zu extrem, dann sage ich auch, nee, da bin ich nicht mehr bei. Ne? Weil so ein bisschen Marke, so ein bisschen muss das ja auch schützen, finde ich. Dass man irgendwo auch eine Linie ziehen muss. Aber man darf auch nicht unterscheiden, ich bin ja extrem international unterwegs. Ja, stimmt. Ja, wenn der Engländer, das ist ein Engländer, ja, die fahren etwas anders da. Ja, ja, die sind schon Transit. Ja, so klobig, also Panzer. Ja. Wir sind irgendwo homogen, also so eleganter, dezent, ja, und nicht so hardcore. Amerikaner sind, wenn ich was kaufe, das musst du sehen. Ja. Sogar wenn die NASA muss mich anrufen, hier, hör mal, das Auto ist zu breit für die Straße. Und wenn er schon Geld ausgibt, muss man das extrem sehen. Ja. Mhm. Ja, für mich, wir haben zum Beispiel, jetzt, um nochmal eben ein bisschen abzuschweifen, ganz, 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 ganz kurz, beim Thema Supra Whitebody Kit zum Beispiel, ne? Ich bin alt. Siehst du, das sind schon wieder beim Händler und nicht Händler. Ich sag, ja. Das Auto, ich habe jetzt ein Foto auf dem Handy, da funktioniert das. Aber da änderst du nur einen Millimeter und das funktioniert schon nicht mehr. Okay. Ich bin der Meinung, das Auto ist eins der schwierigsten Autos, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, das ein Kit vertragen kann. Und beim Hyundai ist es auch ein bisschen ähnlich. Also Whitebody momentan sehe ich nicht, außer wenn ich den TCR sehe. Der vordere Kotflügel ist echt schön designt, der hintere Kotflügel, aus aerodynamischen Gründen denke ich. Also wenn jetzt hier die Oberkante ist vom vorderen Kotflügel, hier das Rad, Tür, ist der hintere Kotflügel nicht hier, sondern hier. Okay. Ja. Weil? Weiß ich nicht genau, weil die C-Säule, D-Säule gibt das alles her. Also du kannst ja von da aufbauen. Aber sie nehmen die nicht mit, die lassen die runtergehen. Okay. Ja? Wie so eine Low-Waist-Hose bei Frauen, die ein bisschen mehr Booty haben. Ja, Low oder High-Waist? Nee, Low. Weißt du, alles ist ganz normal und unten plump. Ich merke schon, ich rede mich um Kopf und Kragen gerade. Ich finde ehrlich, jetzt habe ich mich mit dem Auto ein bisschen beschäftigt, ja, mit Hyundai allgemein. Ist geil. Ist geil, wirklich. Sogar, ich weiß, viele werden jetzt ein bisschen sagen, hier ist komisch geworden, aber, wie heißt der, Kona, ja. Ich finde den nicht schlecht. Für eine Frau? Das Auto, nein, also, hast du mal drin gesessen? Nein. Da ist der Punkt, weil viele japanische Autohersteller sind von außen, wo du sagst, das ist okay, dann machst du die Tür auf, Türgriff. Als Deutscher machst du schon so, dann setzt du dich rein und dann macht es so, war ein guter Versuch, ich steig wieder aus, danke, tschüss. So, und das ist bei Hyundai nicht.
Das ist innen drin genauso wie draußen. Und da fragst du dich, welche Suppe haben die denn gelöffelt, dass die das auf einmal hinkriegen? Ja? Du findest selbst für dich raus. Ne, wo ich in Korea das Wasserstoffding auch gefahren bin, ich setze mich rein, da war das Thema Wasserstoff für mich gar nicht so interessant. Ich habe mir gedacht, was für ein krasser Innenraum ist das denn hier, Alter? Wenn ihr ein Element wechseln könntet, oder was euch stört beim i30N, welches wäre das? Erstmal du? Ganze Auto? Oder? Ein Element, an Bodykit. Schale. Achso, am Karosserie. Ja, genau. Eine Schale. Also, hässlich? Nein. Ich finde richtig, richtig geil. Und jetzt habe ich Werbung gesehen, ich gucke manchmal Fernsehen auch. Jetzt habe ich Werbung gesehen, der neue, der hat solche fetten Lufteinlässe. Also wenn der vom Ja, der ist mega. Ich würde wechseln. An welchem Auto genau? Ich brauche ein Auto. Also, i30N. Nicht Fastback oder Fastback? Nicht. Nicht Fastback. Eine ganz, ganz. Von der Form. Ich habe eine ganz minimale Sache. Okay. Sitzposition ist 4 cm zu hoch. Okay, aber vom Exterieur her? Okay. Also nur Exterieur. Also einmal innen, Sitz muss runter, ja. Ganz klar. Und vom Exterieur Tuner-Gedanke wieder, dass Felgen montiert werden können mit ET20. Das heißt, die Achse rückt rein und wir können konkave Felgen fahren. Ich habe mich nie damit beschäftigt. Jetzt, wo ich ein bisschen YouTube mache, ja, wegen ihm. Nicht wegen ihm. Ja, er hat mich so ein bisschen drauf geschubst, ja. Ja. Vor allen Dingen, was ich halt, der Grund, warum ich dir das gesagt habe, ist immer noch der, den Blickwinkel von zeigen, wie ein Bodykit funktioniert. Wir machen ja demnächst auch wieder ein sehr schönes Projekt, was sehr aufwendig wird. Wann kommt das Video? Irgendwann Sonntag, glaube ich jetzt. Zu sehen, was für ein Aufwand das ist und wie Design und wie Form und all sowas entstehen. Weil das ist wieder ein Blickwinkel, den sehen wir in YouTube nicht. Das ist der Karton geht auf. Ja. Teil. Teil dran, Teil passt. Wow. Mhm. Aber die ganze Reise dahinter ist ja nicht ersichtlich. Wir können es manchmal ein bisschen zeigen, aber du kannst es ja immer wieder zeigen. Und dann ist nämlich der große Vorteil an einem BMW, an einem Mercedes, an einem Volkswagen, an einem Hyundai, an all diesen verschiedenen Autos. Und das ist, glaube ich, schon ganz spannend. Genau so ist das. Das Thema, den ich genau noch mal jetzt abschließend zu sagen, weil ich muss weiterarbeiten, ist der Punkt, weil es gerade ist eine sehr große Marke in Deutschland, auch ein deutscher Hersteller. Die verkacken es gerade meiner Meinung nach. Und da bin ich mir sehr sicher, dass das auf lange Sicht in die Hose gehen wird. Aber wenn jetzt Hyundai es schafft, 10 Jahre dieselbe Energie und denselben Style mit Veränderungen der Zeit zu machen, sehe ich Hyundai auf der Höhe von allen. Ja, das sehe ich genauso. Ehrlich, seitdem ich mich damit beschäftige, ich habe das Gefühl, jedes zweite Auto auf der Straße ist ein Hyundai. Also vom Gefühl her. Ehrlich. Ja, schon sehr viele. Aber die geilste Aussage war von Biermann, ja, aber jetzt einen Heckantrieb machen könnt ihr auch nicht machen, das ist nicht eure Philosophie. Und dann guckte er mich an und sagte, das ist mir doch egal. Wir bauen das, was cool ist. Und da habe ich gemerkt, boah, krass. Das ist eigentlich richtig. Mhm. Weil er sagt, wir haben keine Kultur jetzt fest im Frontantrieb oder im Allradantrieb oder im Heckantrieb. Wir bauen das, was wir wollen. Heckmotor, Mittelmotor, mir doch egal. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ja Mann, also wenn du mit der Energie weitergehst, ja. Dann hast du einen Volltreffer, weil du musst ja gar nicht davon ausgehen, dass der nächste unbedingt ein Frontmotor ist. Der kann ja genauso gut ein Mittelmotor werden. Mhm. Bumm. So, und das ist genau das, was wir brauchen. Der Kubik steht da, das heißt, ich muss arbeiten. Tschüss. Danke, bis dann. Ciao.